Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Frankenstein Master of Death. Und in der letzten Folge weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr genau, was passiert ist, weil die Aufnahme schon ein bisschen länger her ist. Aber was ich noch weiß, ist, dass wir hier 3 von 3 Schmetterlingen haben. Und die müssen wir hier einsetzen. Und ich habe keine Ahnung, was jetzt passiert, aber wir werden es gleich wissen. Hier, guck mal. Achso, da müssen wir nicht mehr was machen. Wir kriegen ein Bein, ein Pferdebein, wie es aussieht. Und die dritte Billardkugel. Da gehen wir doch gleich mal ins Billardzimmer, würde ich sagen. Aber wo brauchen wir die Billardkugeln hier im Billardzimmer? Hier hinten brauchen wir Kronen, ne? Genau. Achso, nach der letzten Kugel... Ah, okay, okay, okay. Da müssen wir die einfach einsetzen. Eine Klaviertaste und einen Notenschlüssel. Den Notenschlüssel weiß ich noch, dass wir irgendwo einsetzen mussten. Ich habe nur keine Ahnung mehr, wo. Was gab es denn hier so? Hier könnten wir einen Notenschlüssel einsetzen zum Beispiel. Am Klavier, da passt es ja. Beziehungsweise am Flügel. Ja, ganz bestimmt. So sieht es in meinem Flügel auch aus, in meinem imaginären Flügel. Ein Laster, ist da so einer gemeint? Offensichtlich. Ein Schädel, aber was fehlt bei dem? Wir werden es nicht erfahren. Und eine Violine. Da müssen wir da oben schätzungsweise noch irgendeinen Stein draufsetzen. Kann das sein? Na egal, wir machen erstmal weiter. Hier Zange... Eine Puppe, ein Lippenstift, ein Armreif, ein Skorpion ist hier unten, eine Libelle ist hier, ein Schwan, eine Eule. So, jetzt brauchen wir noch den Schädel. Ah, da brauchen wir einen zweiten Knochen. So sieht's aus. So. Die Frage ist jetzt... Violine. Vor allem, wer hat eine Violine im Flügel? Können wir hier irgendwas aufnehmen? So Rasiermesser, Schere, die Sonne, die Gabel, die Dose hier unten. Hier, nein, nein. Ja, da ist guter Rat teuer. Ich glaube, es hat irgendwas mit dem hier oben auf sich. Aber ich habe keine Ahnung, wie wir da hinkommen sollen. Vor allem haben wir hier keinen irgendwie Knopf oder sowas noch. Also, dass wir uns irgendein Messer oder eine Schere oder so eine Gabel oder sowas nehmen. Ah, okay, jetzt geht's. Okay, die können also immer nur einen überspringen, so wie es aussieht. Und jetzt? Habe ich es verkackt oder wie? So. Ich habe keine Ahnung, was man da klicken muss. Ernsthaft. Ich check das nicht. Ich bin zu blöd dafür. Hä, ich klickte. Muss ich hier unten? Ah, ich muss hier unten klicken. Alles klar. So, dann kann der jetzt da drüber, dann kann das dahinter, dann kann das hier drüber. Jetzt habe ich es kapiert. Dann kann das hier drüber, der hier kann hier hinter, der hier kann hierher und der hier kann hierher. Und wir kriegen die Violine. Na, herzlichen Glückwunsch. Ist ein bisschen doof gewesen, das Rätsel, aber es war doch machbar. Ein Skorpionschlüssel. Haben wir den nicht irgendwo hier vorne mal gebraucht? Hier nicht. Hier brauchen wir irgendwas Längliches, womit wir dann da rein können. Ein Skorpionschlüssel. Hier haben wir nichts mehr gebraucht. Was brauchen wir denn hier? Ein Ahornblatt. Ein Billard. Ah, ein Skorpionschlüssel. Sieh mal einer an. Und jetzt kommen wir in diesen geheimnisvollen Raum, wo 1931 an der Wand steht und ein Tresor an der Wand ist. Wir müssen den Putz abkratzen. Können wir das mit dem Messer machen? Nein, können wir nicht.
Mit dem Schraubendreher wird's auch gehen. Mit der Brechstange geht's auch nicht. Mit dem Eisenhandschuh geht's natürlich auch nicht. Mit der Spitzhacke geht's auch nicht. Können wir vielleicht mit dem Bein einfach... Nein, können wir nicht. Okay. So, hier fehlen 3 Klaviertasten. So eine Überraschung. Ach, guck mal, hier. Ein halbes Gesicht. Für dich. Eine Klaviertaste und das Wappen des Ritters. So, die Kombination hier ist schätzungsweise für den Safe. Also für den Tresor, der hinten in der Wand steht. Was haben wir noch bekommen? Achso, nix. Okay. Nee, das war hier vorne in der großen Halle, war der Ritter. Der braucht natürlich ein Wappen. Und gibt uns dafür erstmal eine Spachtel. Okay. Und ein blaues Ornament, von dem wir natürlich mal wieder 3 Teile brauchen. Ist ganz logisch. So, hier hinten mit dem passenden Werkzeug. 1931 war das. Zack, 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 zack. Zum Glück geht das so schnell. 1, 9, 3, 1. So. Burglar. Was auch immer das heißt. Hier, Klaviertaste 3 von 3. Dann wollen wir die doch mal einsetzen und hier Klavier spielen. Das ist ein interessantes Spiegelrätsel. Du kannst alle Spiegel drehen, um den Strahl zum richtigen Zielort umzuleiten. Okay, der geht hier hoch. Zack, zack, zack. Nein, er muss irgendwie auf den hier kommen. Auf den hier kommt er von dem hier, auf den hier kommt er von dem hier. Auf den hier kommt er von dem hier, von dem hier. Von dem hier. Nein. Auf den hier kann er auch von dem hier kommen. Von dem hier, von dem hier. Warte, ich mach das jetzt einfach mal andersrum. So, 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 so. So, dann hier nach unten. Dann kann er hier, ja, vielleicht von hier kommen. Okay, kann er nicht. Wo waren wir? Zack, 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 zack. Dann kommt er hier von hier. Dann kommt er hier von oben. Moment, wenn wir den hier einfach umstellen. Dann geht er hierher und dann 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 hier. Aber er muss auf den Spiegel von hier treffen. Ja, so einfach ist es, ne? Wir bekommen 1 von 3 Kronen und den Ahornblattschlüssel. Da bin ich jetzt sehr gespannt, was sich hinter dieser Tür verbirgt. Den Ahornblattschlüssel. Wir kommen hinein in das Ahornzimmer. Oh nein, wir müssen ein Pferd zusammenbauen. Wir brauchen einen passenden Schlüssel, und zwar einen Pfeil mit Bogen oder einen Bogen mit Pfeil wahlweise. Mit einer Brechstange komme ich hier weiter, dann benutze ich doch einfach. Ja, und dann brauchen wir natürlich noch den passenden Schlüssel. Eidechsen müssten dieses Schloss öffnen. So, hier brauchen wir ein Bein und was weiß ich noch alles. Kopf auf jeden Fall. Und hier hinten auch noch irgendeine Abdeckung oder sowas. Bin ich mal gespannt, wann wir die noch finden. Oh, guck mal, ein Treppenhaus. Ein weicher Ton, eine Form für ein paar neue Teile erstellen. Aber wir müssen momentan noch gar nichts erstellen. Dann schauen wir erstmal in die Kiste hier. Hier Staubwedel, dann ist irgendwie die Spinnweben weg. Eine Eidechse, eine Krone. Und ein zerbrochener Spiegel, alles klar. Ansonsten ist hier hinten nichts. Dann gehen wir mal nach unten. Natürlich. Wow. Steht alles unter Strom. Da läuft immer noch Strom hindurch. Ich sollte es nicht mit bloßen Händen anfassen. Es wäre tödlich. So, mir ist da was ins Auge gestochen. Okay. Nicht mit bloßen Händen, dann kannst du es ja mit dem Eisenhandschuh machen. Okay, war ein Versuch wert. Ich hätte es dem Spiel zugetraut.
Was brauchen wir hier hinten? An dem Relief fehlt ein Stück. Okay, dann soll es halt fehlen. Können wir hier hinten irgendwas machen? Nö. Eine Eidechse, zwei Kronen, ein blaues Ornament. Ah, doch, warte, hier ist was. So, was gibt's denn hier? Da kommen wir doch bestimmt mit der Spitzhacke nicht weiter. Ich sollte sie nicht mit bloßen Händen anfassen. Okay, komm, Eisenhandschuh. Natürlich, geht nicht mit der Spitzhacke. Ein Traubenornament. Wir haben momentan 1, 2, 3... Traubenornament. Okay, probieren wir es einfach nochmal. Ich spüre die Kälte, die von hier ausgeht. Gefrorene Flüssigkeit vor allem. Ja, wir bekommen das Traubenornament heute nicht. Aber vielleicht irgendwann mal Hallo Igor. Aber erstmal kümmern wir uns um das hier. Einen Totenkopfschlüssel brauchen wir. Ich sollte eine Waffe benutzen, um diese schreckliche Maschine zu zerstören. Ja, gut. Dann wissen wir das jetzt auch. So, ein neuer Versuch vielleicht. So, vielleicht bekommen wir das diesmal auch. Wäre ganz nice. Okay, bekommen wir nicht. Alles klar. Aber wir brauchen jetzt auch erstmal kein Traubenornament, meines Wissens. So, hier geht's nur nach unten. Hier ist nichts mehr. Hier ist nur was anderes. Was steht hier gleich nochmal? Ich sollte es nicht mit bloßen Händen anfassen. Aber komm schon, Eisenhandschuh. Okay, Schraubendreher funktioniert schätzungsweise auch nicht. Spitzhacke vielleicht. Okay, nein, ich fürchte, hier funktioniert gar nichts. Wir haben die Brechstange nicht mehr im Übrigen. So, wir brauchen irgendeine Form. Eine Form für ein paar neue Teile. Dann gehen wir nochmal in den Lagerraum. Hier brauchen wir noch eine Eidechse. Hier brauchen wir noch ein paar Pferdeteile. Hier brauchen wir sonst nichts mehr. Dann gehen wir mal ins große Klavierzimmer. Hier gibt's eher weniger zu tun für uns. Dann schauen wir nochmal ins Billardzimmer und in die angrenzenden Räume. Kronen haben wir erst zwei. So, im Klavierzimmer gibt's eher weniger für uns zu tun. Dann, was haben wir denn eigentlich neu bekommen? Wir haben eigentlich gar nichts neu bekommen. Das heißt, wir müssen irgendwie in den neuen Räumen was machen. Da schauen wir doch jetzt gleich nochmal hin. So, hier ist... Ah, ich hab's mir doch gleich gedacht. Natürlich ist da was hinter der Wand. Eine Art Spieluhr, aber die Kurbel fehlt. Nimm zwei von drei blauen Ornamenten. Wir haben ein von zwei Spiegelfragmenten. Und wir haben jetzt noch mehr Rätsel als davor. Boah, ich dachte gerade, wir haben schon wieder irgendwas nicht bekommen. So, die Kurbel fehlt. Wo kriegen wir jetzt eine Kurbel her? Gute Frage, nächste Frage. So, wo kriegen wir ein Relief her? Was machen wir mit dem hier? Was machen wir mit Igor da unten? Und wieso ist die Kellertür so weit oben? Und wieso können wir das Ding jetzt nicht bekommen? Ich meine, guck mal. So, Traubenornament, 1 von 3. Wenn wir wieder hinschauen, ist wieder dahinter. Ich glaube, man muss es nicht kapieren, oder? Achso, wir haben die Spitzhacke gar nicht mehr. Wir haben nur noch den Schraubendreher und das Messer. Passender Schlüssel und so. Der Strahl ist sogar stark genug, um Steine zu schmelzen zu bringen. Mal sehen, was passiert, wenn ich einen Spiegel darunter setze.
Okay, alles klar. Jetzt wissen wir wenigstens, für was wir den Spiegel brauchen. Wir wissen nur noch nicht, woher wir ihn bekommen. Aber da würde ich mal sagen, bevor wir den Spiegel hier einsetzen, also bevor wir ihn überhaupt mal finden, um dann da einzusetzen, da muss schon mal was Besonderes passieren. Zum Beispiel, dass der nächste Tag wird. Diese Folge ist vorbei, aber morgen geht es natürlich gleich weiter. Ich sag vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Bis dahin.